Welcome back, Leute! Willkommen zurück! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das OSIS Plus FlexWax. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken und wenn du Bock hast, schalt auch gerne die Glocke ein. Dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und Instagram habe ich selbstverständlich auch. Also Instagram kannst du natürlich auch gerne abchecken. Ja Leute, heute ist das Produkt OSIS Plus FlexWax dran. Ich habe bereits ein Produkt aus dieser Produktlinie getestet und zwar das Produkt Mighty Matte. Falls euch das interessiert, könnt ihr das Video natürlich auch gerne mal abchecken. Aber ihr habt ganz oft unter meinen Videos geschrieben, dass ihr gerne eine Rezension zum FlexWax haben wollt. Und wie ihr wisst, ich gehe auf eure Wünsche ein, aus dem Grund habe ich das Produkt getestet, trotz langer Mähne. Kurz vorab noch ein paar Infos, das Produkt ist ein flexibles Cremewachs. Ja Leute, ein Cremewachs, kein Haarwachs, keine Haarcreme, sondern so ein Remix. Diese Produkte von OSIS Plus kommen von der Firma Schwarzkopf. Es soll anscheinend ultra starken Halt haben. Steht da irgendwie immer drauf, ja, auf jedem Produkt. Und hier sind 85 Milliliter drin. Die Produkte kommen immer in so einer roten Plastikverpackung. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich meine Haare damit gemacht habe. Ich teste das Produkt mittlerweile schon seit über 2 Wochen. Und wenn man das Produkt aufmacht, dann kommt einem diese weiß-gräuliche Creme oder das weiß-gräuliche Cremewachs entgegen. Und ich habe immer 2 kirschgroße Portionen für meine Haare genommen. Mittlerweile sind meine Haare ja schon sehr, sehr lang. Und da muss ich einfach 2 kirschgroße Portionen nehmen. Aber wenn ihr mittellange oder kurze Haare habt, dann ist es kein Problem. Dann reicht locker eine kirschgroße Portion aus. Also ich habe mir dann die 2 kirschgroßen Portionen in meine Haare einmassiert. Und an dieser Stelle kann ich schon sagen, das ging echt sehr, sehr easy von der Hand. Also da gibt es schon mal echt einen großen Pluspunkt. Und dann habe ich immer zwischen 2 Frisuren gewählt. Entweder habe ich einfach nur das FlexWax in meine Haare einmassiert, die Haare zur Seite gelegt, ein bisschen durchgewuschelt, zur Seite runterfallen lassen. An der einen Seite habe ich manchmal noch einen Kamm genommen, um die eine Strähne nach oben zu ziehen und nach unten zu ziehen. Und ja, dann habe ich es einfach so gelassen, wie es natürlich ist. Oder ich habe mir einen Man-Bun gemacht, dann habe ich einen Kamm genommen, einen groben Kamm, meine Haare schön nach hinten gestriegelt, habe mir dann zusätzlich noch ein Haargummi genommen, den Man-Bun hinten zusammengeknotet, that's it. Also all in all habe ich mir 2 Friesen mit dem Cremewachs gemacht. So, und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Punkten zum Rating des Produktes. Als allererstes der Geruch. Und ich mache wie immer das Produkt nochmal auf und nimm nochmal eine Nase. Und Leute, ich muss sagen, das Produkt riecht nach nicht viel. Also das Produkt riecht vielleicht nach so einer Handcreme oder nach so einer ganz milden Bodylotion, aber da kommt echt nicht viel. Also das ist ganz, ganz wenig an Geruch. Für den Geruch gebe ich maximal 2,5 von 5 Punkten. Das reicht vollkommen aus. Und der Geruch, muss man auch sagen, man riecht es wirklich nur, wenn man jetzt hier direkt an der Dose riecht, weil wenn man das Produkt in den Haaren hat, dann verfliegt der Geruch schon sehr, sehr schnell. Also maximal 2,5 von 5 Punkten für den Geruch. Kommen wir zur Anwendung des Produktes. Für die Anwendung würde ich sage und schreibe 4 von 5 Punkten geben. Die Anwendung fand ich echt easy, sogar noch für mich, für meine langen Haare. Ich meine, da wird es schon ein bisschen schwieriger, aber all in all glaube ich, dass für den Großteil der Männer da draußen das Produkt wirklich sehr gut in der Anwendung ist. Man kann es sehr, sehr gut und easy in den Haaren verteilen, man kann seine Haare sehr gut stylen und ich muss sagen, bei meinen langen Haaren ist es mir etwas schwieriger gefallen, aber ganz viele von euch da draußen werden sehr, sehr happy mit der Anwendung sein. Also von daher auf jeden Fall 4 von 5 Punkten. Kommen wir zum Halt des Produktes. Auf dem Produkt steht natürlich drauf, ultra starker Halt, ja, steht irgendwie auf jedem Produkt drauf, aber in der Praxis sieht es natürlich immer anders aus als in der Theorie. Und ich muss sagen, also ultra starker Halt, nope. Ich würde für den Halt maximal 3 von 5 Punkten vergeben. Wenn man über den Tag verteilt das Produkt in den Haaren hat, dann lässt der Halt irgendwann einfach nach. Also ultra starker Halt ist es auf keinen Fall, aber 3 von 5 Punkten sind gerechtfertigt. Man muss an dieser Stelle auch sagen, dass es ein flexibles Cremewachs ist und man kann seine Haare natürlich auch noch nachstylen, wenn es nicht mehr vernünftig hält. Aber ultra starker Halt stimmt nicht, trotzdem 3,5 von 5 Punkten. Auswaschbarkeit des Produktes. Nachdem ich das Produkt in meinen Haaren hatte, konnte ich das Produkt gut bis sehr gut aus meinen Haaren rauswaschen. Kam natürlich auch immer darauf an, was für eine Frisur ich mir mit meinen Haaren gemacht habe. War es ein Man-Bun oder war es einfach nur so locker leicht? Aber eine 4,5 von 5 Punkten gibt es für die Auswaschbarkeit. Und wenn du da draußen zum Beispiel kürzere oder mittellange Haare hast, dann ist es gar kein Problem. Dann wirst du es sehr gut aus deinen Haaren rauskriegen. Kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis des Produktes. Ich habe mir das Produkt auf Amazon bestellt für 9,90 Euro. Den Link zum Produkt packe ich natürlich in die Infobox rein. Und ich muss sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut bis sehr gut.
Ich möchte aus diesem Grund auch dem Produkt jetzt 5 von 5 Punkten geben für das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn ich denke, dass viele Leute von euch da draußen das Produkt sehr gut anwenden können. Gerade bei mittellangen und kurzen Haaren wird euch das Produkt sehr, sehr gut gefallen. All in all bekommt das Produkt nun 19 von 25 Punkten von mir. Damals hätte man in der Schule gesagt, eine 2+, also fast sehr gut, also auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Man muss dazu allerdings noch ein bisschen was sagen, denn das Produkt ist ja so ein Remix, ein flexibles Cremewachs. Und der Hersteller sagt natürlich, man kann, wenn das Produkt nicht mehr so gut hält, einfach nochmal ein bisschen nachlegen und nachstylen. Bei vielen Wachsprodukten funktioniert das aber nicht, weil da ist zum Beispiel Bienenwachs drin und dann ist es ein bisschen klebrig und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Aber bei diesem Produkt kann man wirklich nachlegen. Also wenn du zum Beispiel tagsüber merkst, okay, der Halt lässt nach oder die Form lässt nach, dann kannst du ein bisschen was vom Produkt nehmen, wieder in die Haare reinmassieren, nachstylen, that's it, und das funktioniert super. Also an dieser Stelle gibt es dafür echt einen extra Pluspunkt von mir. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach noch gesagt haben, dass man das mit diesem Produkt wirklich sehr gut machen kann. So, Ladies and Gents, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Denkt dran, Support ist kein Mord. Ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über eure Daumen. Bis dahin, macht's gut. Peace out.